Aber am Ende des Tages wird abgerechnet und wenn am Ende der Rechnung dieses Rad schneller ist oder weniger Drag, also weniger Widerstand erzeugt, dann ist das eben der Beweis dafür. Liegen meine Haare auch so gut? Was wollen wir eigentlich erzählen? Liegen meine Haare gut? Ja. Was wollen wir eigentlich erzählen? Hallo zusammen. Wir haben heute hier die neuen S5 endlich selber live und in Farbe. Zeigen euch natürlich viele, viele Details. Das machen wir wieder drin, weil es uns hier draußen zu kalt ist. Aber so ein paar Eindrücke haben wir schon mal gefilmt. Einen Prototypen haben wir vor 2 Monaten schon mal gesehen. Aber den durften wir nicht anfassen, nicht bewegen und nicht gar nichts. Und jetzt wirklich in real life. Und wir sind beide ziemlich beeindruckt, also echt cooles Design. Ja, wir werden viel dazu erzählen später, auch technisch einige Highlights an den Rädern verbaut. Und jetzt erstmal ein paar Eindrücke von den beiden Rädern. Bei so einem Wetter, oder? So, jetzt wieder in unserem Office im Bikefitting-Raum. Hier mit den beiden Rädern, die ihr eben in den ganzen Aufnahmen gesehen habt. Haben echt Glück gehabt mit dem Wetter. Rückfahrt war im Regen. Ich übergebe jetzt an Dan, der die ganzen Spezifikationen auch schon alle kennt.
Gibt es ein paar wirklich kleine Details und viele, viele wichtige Sachen, gerade hier, was Vorbau, Lenkerhöhe, Spacer und so angeht, die wir euch jetzt mal im Detail erklären können und auch euch überhaupt mal das Rad im Detail zeigen. Wobei wir in diesem Video nur auf das Topmodell eingehen, auf das schwarze S5 mit der elektronischen Dura-Schaltung und den Envy-Laufrädern. Das ist das und, hier? Genau, und in das S5 mit der mechanischen Ultegra, da machen wir ein extra Take draus, sonst genau. Wird dieses Video 40 Minuten lang. Ja, das ist halt ein Ultegra, mechanisch, Dura-Ace Top-Gruppe und da gibt es einige Unterschiede, die wir dann noch erklären können. Das heißt, für das Blaue gibt es dann nochmal ein extra Video. Und heute mal das High-End-Modell, wir haben uns so lange drauf gefreut. Ja. Guckt euch auch auf jeden Fall das Video zum S3 an, was wir schon gemacht haben, genau. Auch sehr detailliert. Und wir werden auch zum S5 nochmal ein Video machen, wo wir es wirklich 1:1 neben das alte S5 stellen, weil das alte S5, das 2014er Modell, bin ich jetzt schon jahrelang gefahren, wo man dann auch mal von den ganzen Designaspekten, wo sind die Unterschiede und so drauf eingehen kann. Das alles in extra Videos. Jetzt gehen wir in die Details. Machen wir. Die offensichtlichste Änderung beim S5 zum Vorgängermodell ist, dass es natürlich dieses Rad nicht mehr als Felgenbremsvariante gibt. Das S3, in dem anderen Video, guckt euch das an, das gibt es noch in beiden Variationen. Das S5 als Topmodell gibt es nur noch als scheibengebremste Variante. Und das ist der eine Faktor, dass es Topmodell ist. Und die Vorbau- und die Lenkereinheit ist hier komplett geändert worden. Da sind die Regeln, wie sowas auszusehen hat, mal auf den Kopf gestellt worden. Man sieht hier schon, diese Bajonettgabel ist nicht was Neues, das hat man auch schon mal bei vielen Rädern gesehen, das hatte ja auch Feld und Look auch schon mal im Programm und auch das ist nicht der entscheidende Punkt, aber dieser Punkt mit diesem, ich nenne es mal Y-Vorbau, das ist neu und die wichtige Information ist, bei diesem Rad befindet sich hier kein Spacer mehr drin. Das heißt, der Übergang vom Oberrohr zu diesem Vorbau ist in 1 gesetzt. Aber zwei Informationen gleich vorweg. Ich kann hier dieses Y auch höher setzen. Also ich kann hier Spacer drunter machen, wenn ich das machen möchte. Und der Lenker kommt auf die Höhe, wie ich es dann haben will. Die gibt es in unterschiedlichen 2,5 und 5 mm Absprüngen. Und dann kann ich dann nach oben setzen. Hinzu kommt, dass die Länge von diesem Y mit einer Länge wird das rausgeliefert, das Fahrrad, aber euer Händler, wie wir auch, als offizieller Cervelo-Händler, hat Austauschvorbauten. Wenn ihr das austauschen wollt, könnt ihr das in beliebiger Länge haben. Hier jetzt der flache Carbonlenker oben, ist komplett horizontal ausgerichtet. Der muss aber nicht so ausgerichtet sein. Wollt ihr den Winkel verändern, ist auch dieser Winkel veränderbar. Diese Plättchen, die ihr hier seht, sind im Prinzip nur die Gegenhalter für die Verschraubung. Der Lenker ist also von unten angeschraubt. Also hier sind 4 Schrauben und die halten den Lenker. Also von unten verschraubt, von oben nicht sichtbar. Und wer das S3-Video schon mal gesehen hat, die Kabel, die ja komplett intern verlegt sind, gehen also durch den Rahmen durch und gehen dann jeweils rechts und links in diesem Seitenflügeln lang, kommen hier raus und laufen in dem Lenker unten hier lang. Hier kann man das sehen, hier kommen sie raus, laufen unten im Lenker lang. Einmal die hydraulische Leitung für die Bremse und einmal das elektronische Kabel für die elektronische Schaltung. Und das ist auch ein sehr schönes Feature, dass man das nicht auch noch in den Lenker reinfädeln muss. Macht es natürlich extrem einfach bei dem Servicefall. An diesem Lenker angebracht, seht ihr jetzt im Lieferumfang dabei von der Firma Barfly einen Halter für euren Tacho. In dem Fall ist hier ein Insert für einen Garmin vorgesehen. Und auch da könnt ihr von der Neigung noch spielen. Also ihr habt zwei Möglichkeiten. Den Lenker könnt ihr in der Neigung verändern, auch den Halter. Für den Garmin könnt ihr hier in der Neigung verändern. Das mit den Spacern würde ich euch gerne mal sagen. Das ist das Pendler-Kit, wo diese ganzen möglichen Spacer drin sind. Hier kann man das sehen. Ich habe jetzt mal zwei Spacer rausgeholt, wie so etwas aufgebaut ist. Und eine ganz tolle Funktion ist, dass ich meine hydraulische Leitung gar nicht trennen muss. Wenn ich da jetzt mal einen Spacer zwischen machen will, ich schraube das einfach los und ich habe im Prinzip zweigeteilt meinen Spacer.
Das heißt, ich kann die hydraulische Leitung auch hier rein und raus bringen, mal kurz 2,5-5 mm höher machen, wenn ich das experimentieren will. Das heißt, ich setze hier 2 Spacer weiter rein und dementsprechend diese Distanzstücke vorne, um das wieder zu schließen. Die würden dann hier platziert werden. Diese Form, diese Linie. Und so komme ich dann auf die Lenkerhöhe, die ich denn wünsche. Also keine Angst vor diesem futuristischen Vorbau. Ergebnis von der Höhe und der Position von eurem Lenker komplett genauso, wie ihr es eigentlich gewohnt seid. Ihr werdet also die gleiche Griffposition kriegen wie bei eurem Rad vorher. Jetzt noch ein Killer-Feature. Ihr findet den Vorbau grässlich. Ihr wollt auch keinen flächigen Lenker fahren. Ihr wollt einen runden Lenker fahren. Vielleicht, wie einige im Profi-Peloton bei der Tour, brauchen einen 140er Vorbau. Das gibt es nicht, es geht nur bis 130. Dann kann man sagen, okay, ich nehme dieses ganze Frontend weg und habe dann die Möglichkeit, einen Adapter zu erwerben, der hier einen klassischen, eine runde Gabel simuliert, wo ich dann wiederum meinen ganz normalen Vorbau montieren kann. Gehen wir auf die Sattelstütze ein. Da gibt es nicht viel zu sagen. Es ist wieder eine Aero-Sattelstütze, die von oben geklemmt wird. Das ist nichts Neues. Neu ist, dass hier eine schöne Verstellmöglichkeit für die Sattelneigung ist. Und, was ich vergessen habe im S3-Video zu erwähnen, natürlich ist diese Stütze mit einem sogenannten Offset nach hinten von 25 mm. Aber diese Stütze gibt es auch ganz gerade ohne ein Offset, wenn man den Sattel weiter nach vorne haben will. Der ergänzungshalber habe ich im anderen Video nicht gesagt. Kommen wir zum Unterrohr. Wenn wir die Unterrohre uns angucken, ähnlich wie beim S3, ein tieferer Schnitt mit einem Cutout zum Reifen. Also hier diese kleine Beule. Und das Unterrohr ist etwas tiefer angesetzt. Man sieht das hier schon. Und das verdickt sich zum Tretlager hin. Für diejenigen, die das am Anfang noch nicht gesehen haben, hier wird der Rahmen breiter, hier ist er schmaler. Mache ich nur einen Flaschenhalter in den Rahmen rein, befestige ich den hier. Möchte ich gerne, dann wird er mehr abgedeckt. Möchte ich gerne 2 Flaschenhalter haben, einen Flaschenhalter hier, den zweiten da. Dieses Cutout, was ihr am Unterrohr seht, das ist natürlich hier auch. Wer das Vorgänger S5 schon kennt, da ist das genau ähnlich gefertigt. Ein entscheidender Unterschied zum Vorgängermodell sind die Sitzstreben sind jetzt wieder sehr eng gehalten. Die waren beim Vorgängermodell durch die Felgenbremse mit Absicht breiter gestellt, damit es etwas mehr die Bremssättel, die Bremsbacken abdeckt. Hier ist es jetzt wieder enger gefertigt und sehr elegant gehalten. Und der Rahmen soll auch 28 mm reifen können. Das werden wir in einem gesonderten Test nochmal machen. Dann würde ich gerne noch, weil viele das immer fragen, erwähnen, dass dieses Rad in den Windkanaltests 42 Gramm weniger Widerstand geliefert hat als das vorherige Modell, als Felgenbremsmodell. Und das wird ganz oft von euch diskutiert. Mensch, das kann gar nicht sein, dass ein Scheibenbremsrad doch aerodynamischer wird als ein felgengebremstes Rad. Das hat den Hintergrund ganz einfach dahin, dass ja vorne die Gabelkrone viel schlanker ist und dass die Verwirbelungen hier schon nicht mehr so groß sind wie mit der Bremse, die normalerweise hier sitzt. Und auch hier hinten die Bremse, die normalerweise hier sitzt als Felgenbremse, auch Verwirbelungen erzeugt. Also hier diesen Drag, diese Kräfte, die praktisch das Rad ausbremsen, anheften. Also betrachten wir jetzt eigentlich nochmal den oberen und den unteren Teil. Deutliche Verbesserungen im oberen Teil, hier und hier, weil ja die Bremskörper wegfallen und diese Verwirbelung wegfallen. Eine Verschlechterung durch die Scheiben im unteren Teil, aber am Ende des Tages wird abgerechnet und wenn am Ende der Rechnung dieses Rad schneller ist oder weniger Drag, also weniger Widerstand erzeugt, dann ist das eben der Beweis dafür. Das klingt immer nach so einem unheimlichen Aero-Geschwafel. Ich habe auch die Originaldokumente bekommen von diesen Windkanaltests, darf die halt nur nicht zeigen und das ist eine schwierige Sache, ich würde es gerne zeigen. Ich kann euch halt nur sagen, 42 Gramm Ersparnis zum Vorgängermodell und vielleicht nochmal eine Info am Rand. Ungefähr 10 Gramm weniger Drag macht in der Wattleistung ungefähr 1,2, 1,3 Watt aus und spare ich dann halt hier 42 Gramm Drag.
habe ich ungefähr 4-5 Watt Ersparnis nochmal. Jedenfalls keine Verschlechterung, weil ich auf Scheibe gegangen bin. Das ist ein wichtiger Punkt, denke ich. Bei dem absoluten Topmodell S5 fehlt es jetzt auch natürlich an gar nichts. Hier ist die elektronische Schaltung Dura-Ace 11-fach. Zur elektronischen Schaltung brauche ich hier nichts mehr sagen, zu den Funktionen, wie das im Lenker ist mit der Anklemmung. Das machen wir ganz schnell, damit das Video nicht zu lang wird. Das könnt ihr in anderen Videos nochmal sehen. Und bei diesem Modell sind auch absolute High-End-Traumlaufräder drin von Envy. Die Felge hier hinten hat eine Höhe ungefähr von 65 mm, diese Felgenhöhe, und vorne von 55. Einige werden sich wundern, dass es bereift ist mit Conti 4000. Als das Rad geplant wurde, gab es noch den neuen Conti 5000 nicht. Dafür gibt es auch noch mal ein extra Video. Wir werden dieses Rad auch noch mit Tubeless aufbauen, werden auch 28 mm testen. Abonniert den Kanal, das werdet ihr noch mal in anderen Videos nachgeliefert bekommen. Und jetzt zum spannendsten Thema. Es war zumindest der große Aufreger für das S3. Was wiegt jetzt so ein komplettes Rad? Kann das mal einer an die Waage hängen? Wir machen das. 7,25 das komplette Fahrrad. Das Frameset selber ist 50 Gramm leichter geworden als das vorherige Modell. Das nur noch mal am Rande. Ich kann das gar nicht so lange halten, ist ja auch so schwer. Ja, Dan, vielen Dank für die ganzen Erklärungen hier. Für euch vielleicht auch ganz interessant, was Vorbaulenker angeht, dass man da noch andere Möglichkeiten hat als die, die mitgeliefert wird. Mal ein umgekehrter Weg, dass man sozusagen ein Fahrrad ohne Spacer geliefert bekommt. Das heißt, es kommt jetzt in der niedrigsten Position. Wenn man höhere Positionen haben will, Spacer einbauen. Das heißt, man kann die Gabel nicht mehr falsch absägen. Genau, also ein wichtiger Vorteil, ich kann die Gabel gar nicht falsch absägen. Einfach Spacer hinzufügen ist eigentlich eine super Sache. Und das Wort einfach ist das entscheidende Punkt. Es ist nicht eine komplizierte Sache, diesen Lenker höher zu nehmen und eure Wunschposition zu kriegen. Das sollte klar und deutlich rauskommen. Ansonsten technisch sehr interessant für mich als alten S5-Phasen. Wirklich ein Fahrrad, ja, wirklich eine komplette Neuentwicklung, wie man sieht. Alles neu, alles irgendwie anders mit Scheibenbremse und so weiter. Aber es ist trotzdem noch als S5 erkennbar. Das finde ich ganz gut. So vom Design, da sind sie sich treu geblieben. Wichtige Informationen noch mal in die Kamera angesprochen. Das S5, das 2019er Topmodell, ob Frameset einzeln oder Komplettrad, es gibt die nur mit Scheibenbremse, es gibt kein Felgenbremsmodell mehr. Das ist sicherlich das, was am meisten diskutiert wird nochmal, aber die Info muss rüberkommen. Also ihr könnt das Rad als Komplettrad in der Luxusvariante bekommen. Das ist jetzt so, dass mehr geht nicht. Die Framesets kommen im Januar. Dann gibt es das Frameset, also den Rahmen einzeln. Finde ich für mich eigentlich so die interessanteste Option, weil man vorhandene Teile benutzen kann, weil man selber konfigurieren kann. Und es gibt natürlich auch noch günstigere Modelle wie das blaue, was wir nochmal im separaten Video vorstellen kann, wo eine mechanische Ultegra dran ist, wo einfach nicht so eine kostspielige Gruppe wie die Dura-Ace elektronisch dran ist und solche Sachen. Da spart man dann auch ein paar Euro, hat trotzdem ein sehr, sehr gutes Rad und ein sehr aerodynamisches, schnelles Rad. Und übrigens auch mechanisch keine Kabel mehr sichtbar, so wie ich das gesehen habe. Das ist auch so. Ganz, ganz wichtig. Aber da kommt ein extra Video, gehen wir jetzt nicht drauf ein. Und ja, wenn ihr noch Hinweise, ja, wie gefällt euch das Rad? Schreibt das in die Kommentare und alles, was euch so aufgefallen ist, gerne in die Kommentare. Und wir freuen uns jetzt auf eine schöne Saison mit dem neuen S5 hier. Kann man sich hier natürlich auch angucken vor Ort, aber bitte nur mit Termin. Ja, und dann allzeit gute Fahrt und bis zum nächsten Mal. Tschüss. War es doch ganz gut, das war jetzt ein bisschen flüssiger, ne? War alles drin, ja. War schnell gesprochen. Und auch hier hinten keine Bremse mehr für Verwirbelung. Mann, Herr, das sage ich nochmal. Ugh.